Style. Es ist Mittwoch, 22. Oktober 2014. Drei Tage out bis zur Schweizer Meisterschaft am Samstag. Und ich bin direkt aufgestanden, ihr seht's. Heute steht Cardio-Training an am Morgen, 8 Uhr morgens. Und zwar ein kurzes Bauchtraining, intensiv, hart, wirklich hart. Und dann ein HIIT-Training. Ich habe die Kamera dabei. Es ist noch einiges heute auf dem Programm. Und es ist passiert, Leute. Ich habe gestern Abend gecheatet. Nein, Leute, ich habe gecheatet mit 700 Gramm Salatgurken. Das ist es. Ist alles okay? Alles im grünen Bereich? Zeige ich ein Foto hier. Ja, so sieht's aus. Heute ist einiges auf dem Programm. Ich freue mich schon auf die 500 Gramm Reis, die ich heute auf dem Tag habe. Ich gehe langsam richtig ins Loading. Also ich werde meinen Körper aufladen mit guten Kohlenhydraten wie Reis. Heute 500 Gramm. Und dann entscheidet die Form, wie viel Gramm Reis ich morgen nehme. Auf dem Plan sind 700 Gramm. Aber jetzt entscheidet nur noch der Spiegel am Morgen die Form. Ich werde in den Spiegel schauen jeden Tag. Ich habe bereits 500 Milliliter Wasser getrunken. Heute sind auf dem Programm 4 Liter. Ganz normal, Standard noch. Und ja, die Form entscheidet, was ich mache. Also ich werde jetzt auch noch ein HIIT einbauen. Wie gesagt, viele Leute sagen, in letzter Woche kein Cardio machen in einer Wettkampfvorbereitung eine Woche vorher. Ich sage, ich schaue in den Spiegel und entscheide dann spontan. Es kann auch durchaus sein, dass ich morgen noch das letzte HIIT-Training machen werde. Dann heute angesagt um 12 Uhr das zweite Training mit Valmir über den Mittag oder halb eins ist es. Dort machen wir ein Schultertraining, ganz speziell locker. Ihr werdet sehen, ihr seid auch dabei. Dann werde ich nach dem HIIT-Training werde ich einkaufen gehen. Es gibt einen Wettkampf-Einkauf. Am Wettkampf muss ich Honig dabei haben, Reiswaffen und so weiter und so fort. Ihr werdet dabei sein. Bleibt dabei. Es wird spannend. Bis später. Und keep going. Update zu meiner Posing-Routine, Leute. Ich werde mit einem Lied reinlaufen, das Lied wird dann switchen. Und ein Lied habe ich von euch, als ich euch gefragt habe, was ich dann für ein Lied nehmen soll für meine Posing-Routine. Und ich habe es noch nicht gelernt. Das ist schwierig. Ich bin heute dran. Heute ist es auf dem Programm. Ihr werdet natürlich live dabei sein. Meine letzte Posing-Routine letztes Jahr war geil, war wirklich schön, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen und die habe ich auch im Griff gehabt. Und ich habe mich entschieden, dass ich zu Ehren von diesem Motherfucker hier reinlaufen werde für meine Posing-Cure, Leute. Hört mal hin, ich werde zu Ehren von diesem Mann hier reinlaufen. Er hat es verdient, geilste Texte, beste Rapper für mich, einer der besten er ist ein Philosoph für mich. Mit diesem werde ich reinlaufen, mit diesem Man. Hör mal hin! YouTube sperrt mich! Nein, es ist ein gemixtes Lied. Schönes Wetter hier in der Schweiz. Mit diesem Herrn werde ich meine Posing-Routine beginnen. Ja? Ich werde zu Ehren von ihm, rest in peace, am Samstag reinlaufen. Das soweit. Ein kurzes Update zu meiner Posing-Routine. Jetzt muss ich los. Bauch und Cardio steht auf dem Programm. Das effektivste
Fettverbrennungsmittel auf dieser Welt. Bestes Cardio-Training, HIIT. Es brennt mir einfach jedes Mal wieder das Fett so krass runter, ich merk's. Mit diesem High-Intensity-Entspannen, Nachbrenneffekt auf nüchternen Magen. Es ist krass effektiv. Ich merke es jetzt wieder in dieser Wettkampfdiät. Und ja, jetzt gehe ich nach Hause, esse was Kleines. Und Leute, am Freitag habe ich Doping-Test. Mal schauen, ob ich die Kamera mitnehmen kann. Ich filme dort mit versteckter Kamera für euch, damit ihr mal sehen könnt, wie so ein Doping-Test abläuft. Also falls das meine lieben Kollegen vom Schweizerischen Natural Bodybuilding Verband sehen, ja, durchsucht mich. Ich werde eine versteckte Kamera mitnehmen, um das den Leuten hier zeigen zu können. Nein, Spaß. Oder doch kein Spaß. Yes! Und Training 2 steht dann heute mit Valmir. Und hey, schaut mal. Bam! Wir haben... Keep going! Wir haben jetzt für den Winter von ProBroWear, die kommen wird am 1.11. Ja, der Pre-Launch, der ist gegeben. Ich verlinke das mal hier, der Trailer, der Motivationstrailer von ProBroWear. Haben wir nicht nur für den Winter die Hoodies, sondern wir haben auch diese Compression Wear, die wirklich so angenehm ist, man schwitzt nicht. Und ja, sie sieht nicht aus wie irgend so ein Taucheranzug, sondern sie sieht wirklich, wirklich geil aus, schön mit dem entsprechenden Keep Going hinten, ja, wenn man es sieht. Und ja, da sind wir stolz drauf. Auch hier, schaut mal, sieht man es, sieht richtig, richtig cool aus. Einige coole Sachen sind noch für euch geplant, Mann. Ich schwöre es euch, Leute, ich freue mich richtig. Und wie gesagt, es sind Kleider von Athleten für Athleten, das ist wichtig. Und man trägt sie mit Freude, man ist motiviert im Gym, wenn man diese Klamotten trägt, ja. Man sagt doch immer so schön, Kleider machen Leute, das ist richtig, ja, das ist zum Teil richtig. Bei uns heißt es nicht, Kleider machen Leute, ProBroWear macht Athleten. Das ist der Spruch, ja. Kleider machen Leute gibt es bei uns nicht. Bei uns heißt es, ProBroWear macht Athleten. Yes! Bis später. Valmir am Start. Haha. Bro. Die Leute kennen dich schon mittlerweile. Alles zusammen. Und wer auch mit der Compression wäre, geil, er ist natürlich schon ausgerüstet. Sag mal hinten. Keep going. Wie fühlt sich's an, Bro? Sehr gut. Wirklich. Geil, schön. Angenehmes Gefühl. Ja, wir trainieren jetzt heute zusammen Schulter. Und zwar Schulter locker, ja. Ich arbeite jetzt nicht mehr im 6x6-System, logischerweise, weil am Samstag Wettkampf ist. Das heißt, ich arbeite jetzt mit einer Intensität von 80% für alle Muskelgruppen. Ich trainiere Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, alle separaten Muskelgruppen. Donnerstag nochmal alles zusammen und wirklich locker. Das Training ist easy, wir können ein bisschen quatschen. Ist noch schön, so nebenbei, anstatt immer wieder bam, bam, sich ans Limit zu pushen. Ja. Und jetzt fangen wir an mit der Military Press. 15 Wiederholungen, 3 Sätze, dann geht's weiter. So, ich zeige euch mal vor, wie das so läuft. Ich mache es in einem angenehmen Tempo. Ganz easy und ich mache die Military Press bewusst nicht im Stehen, ja. Ich mache es jetzt hier im Sitzen. Normalerweise Military Press ist mir klar, im Stehen. Ich habe die Kommentare gelesen. Ganz easy, ein bisschen pumpen. 1, 2. In diesem Tempo, das ist wichtig, dass das Blut in die Muskeln kommt, ja. Ich bin jetzt heute am Laden und wichtig ist, dass das Blut in die Muskeln strömt, der Glykogenspeicher schön aufgefüllt wird. Sauber, ne, Patrick? Yes! So muss es sein. So, schön easy. Okay, sieht man die Definition, sieht man fast durch die Compression Wear, ne? Man sieht's, ja. Man sieht's. Nicht fast, man sieht's. Oh, Scheiß. Ja. Schau mal die anderen. Scheiße, krass. Die haben durch die Compression Wear, Leute. Ey, ich zeige jetzt meinen Körper nicht mehr. Ich hab gerade gesagt, aus strategischen Gründen zeige ich meinen Körper nicht mehr, nur noch verdeckt mit Compression Wear von ProBroWear oder mit dem Hoodie. Am 25. Oktober seid ihr am Start.
Und viele Leute fragen mich, ey, gibt es einen Livestream? Nein, es gibt keinen Livestream. Checkt mich ab bei Instagram und Facebook, dort werde ich posten, up to date. Und am Sonntag drauf, am 26. Da werdet ihr alles sehen. Seid gespannt. Yes. Valmi auch ganz locker, macht heute mit mir das Training mit. Weil er war krank und hat sehr, sehr viel Stress auch bei der Arbeit. Hat irgendwie 3 oder 4 Wochen fast nicht trainiert. Dementsprechend ein paar Gains verloren. Und da ist es immer wieder gut, langsam anzufangen, ja. Wenn man krank war, langsam anfangen, nicht schwer. Easy, wieder den Körper dran zu gewöhnen. Und das machen wir heute jetzt zusammen mit der Schulter. Schöner Pump in der mittleren, vorderen Schulter. Man kann natürlich auch die Seitheben machen oder mit dem Kabelzug. Es gibt bei der Schulter gibt so viele x verschiedene Übungen, Variationen. Ich mag diese Übung, weil sie schön isoliert ist. Ich sitze immer so rein, hier stabil, Rumpf stabil und dann wirklich nur schön mit der Schulter arbeiten. So sieht es aus. Wenn jemand, ganze Trainings kommen sowieso, ganze Schultertrainings kommen nach meinem Wettkampf. Ihr könnt gespannt sein, ich habe einige geile Übungen für euch auf Lager. I'm back! Geil trainiert, Leute. 3 Tage noch. Ich weiß nicht, wie lange es geht, bis YouTube mich sperrt. Nein, Spaß. Hey, 10 Sekunden, easy peasy. Sehr gut trainiert jetzt. Locker, guten Pump habe ich. War mir jetzt ein bisschen früher gegangen, der musste gehen. Und jetzt muss ich einkaufen gehen. Und dann nehme ich euch mit. Bei mir gibt es momentan nicht mehr viel zu essen. Ja? Es gibt eigentlich nur noch Reis, Gemüse, Chicken und Pferdefilet. Ich weiß, es würde sicher dementsprechend auch anders gehen. Aber in der Wettkampfdiät, Leute, in der Wettkampfdiät gehe ich keine Risiken ein. Keine Risiken. Eder ist genauso und guckt euch Eder mal an, wie krass hart er ist. Der geht keine Risiken ein. Eder, der wiegt sogar das Salz ab, Leute. Also stellt euch mal das vor. Und die Form zeigt einfach, er ist brutal in Form, mein Freund. Also Shootout an dich. Hier Verlinkung zu seinem Channel vielleicht, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Gehört ebenfalls bei uns ins Team. Und ja, jetzt gehe ich einkaufen und meine Philosophie ist, ich kaufe einfach nur das, was ich brauche. Ganz einfach, weil dann ist es nicht im Kühlschrank, dann kann ich es nicht naschen. Wie gesagt, gestern habe ich gecheatet mit diesen verdammten Gurken. Das liegt jetzt nicht mehr drin. Gurken roh essen jetzt liegt nicht mehr drin. Ich bin ja schon auch draußen mit den Milchprodukten. Ich bin schon länger draußen mit den Milchprodukten. Ich bin draußen auch mit dem Fruchtzucker. Jetzt kommen wieder die Leute, ja, Bro Science, ja, gut und recht, kann sein. Ihr habt es gesehen, ich war auch 365 Tage sehr gut ripped. Ihr kennt mich ja eigentlich nur, fast nur ripped, auch in Amerika. Und als ich ständig unterwegs war, in Birmingham, in Köln, in Thailand, guckt euch die ganzen Vlogs an, ich war immer easy ripped. Es geht mit Fruchtzucker, es geht mit Milch und alles, das ist kein Problem. Aber wie gesagt, Wettkampf ist was anderes. Und jetzt geht's los zum Einkauf, ich nehme euch mit. Nein, Leute. Nein, Leute. Oh, shit. Zucker? Was sagen Sie dazu? Nein, das ist nicht von mir. Das ist Lieferant. Sehr lecker. Ah. Schaut euch mal all diese Süßigkeiten an. Oh, shit. Toblerone. So groß, 20.000 Kalorien. Hey Leute, wenn ihr mal sehen wollt, ich habe das schon oft gesagt, ich kann cheaten, so 30.000 Kalorien, vielleicht sogar 40.000. Ich weiß, ihr denkt bla bla bla, aber wenn ihr das sehen wollt, schreibt es in die Comments und ich werde nach dem Wettkampf richtig krass cheaten. 20.000, 30.000 Kalorien. Pferdefleisch, Zucchini, Chicken und Brokkoli. Und this is it. Jetzt geht's noch im Mikro.
Und dort werden die Wettkampfsachen gekauft. Back at home. Woo! Mit einem neuen Stringer von ProBroWear. Aber das ist nicht das Thema jetzt. Und ich habe eingekauft, Leute, bei dem Mikro. Aber bevor ich das anschaue, zeige ich euch noch, was ich gekocht habe. Und zwar wird das später mein Meal sein. Das werde ich dann nach dem Posing lernen essen. Jetzt habe ich mir gemacht 150 Gramm Reis. Hier drin ist noch Spinat, ja. Habe ich Spinat reingemacht für die Micros. Hier haben wir Pferdefilet, 150 Gramm und Gemüse. Ich freue mich richtig, das zu essen. Ich habe richtig wieder Hunger. Und heute, ja, heute kann ich laden mit 500 Gramm Reis. Morgen sind dann dran 700 bis 600 Gramm. Wie gesagt, je nach Form, das entscheidet der Spiegel. Der Spiegel entscheidet morgen früh. Wie, wo, was genau, seht ihr morgen im Video. Jetzt zeige ich euch aber noch, was ich eingekauft habe, und zwar für den Wettkampf. Ja. Jetzt schnell auf die Seite hier schieben. Wir haben hier diesen Roller. Und diese Roller ist extrem wichtig, weil hinter der Bühne streiten sich alle um den. Hier muss mich dann Edin, mein Betreuer, mein Bro, einstreichen, schön die Farbe einklopfen. Und mit dem kann er sie ideal verteilen. Und das ist auch ein Thema, die Farbe. Welche Farbe benutze ich, um auf die Bühne zu gehen? Das ist ein extrem wichtiger Punkt, weil die Farbe, die muss zum Typ passen, die muss zum Haar passen und so weiter. Das seht ihr dann morgen. Und hier habe ich natürlich Sachen zum Laden. Ich habe Reiswaffeln, ich freue mich schon. Ich mache dann das mit diesem Honig drauf. Hier habe ich sogar noch Honigreiswaffeln gefunden mit nur 2,5 Gramm Fett. Und Bananen, die sollten bis am Samstag dann richtig schön reif sein, sodass gut viel Fruchtzucker dran hat. Ja, und ich freue mich mit diesen Sachen zu laden, Leute. Ich freue mich. Ja, das war's. Ich kann leider jetzt nicht mehr aufnehmen, weil sonst wird wieder der Vlog zu lang. Ich packe das im Morgen rein. Jetzt, ihr seht, ich werde essen. Laptop ist hier. Das Ganze wird geschnitten. Ich habe heute noch einiges vor. Das seht ihr dann teilweise morgen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Wie läuft das mit der Farbe? Entladen, entwässern, mit dem Salz. Das kommt noch. Es kommt noch einiges auf euch zu bis am Freitag, Samstag. Und ja, ihr seid up to date, geht's nicht. Ihr wolltet das so, ich habe das so gewünscht. Darum werde ich nach dem Essen das Video schön schneiden, hochladen und ihr seid mittendrin, statt nur dabei. Ich bedanke mich für eure Loyalität, ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und sage Kiss, Kiss. Bam, bam. Folge mir auf Facebook, Instagram und auf meinem YouTube-Channel. Und ich werde euch Fitness, Natural Bodybuilding, Health Food und Lifestyle zeigen von einer ganz anderen Seite. Kiss, Kiss, Bang, Bang.